Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wie gehen wir das mal gerade hier? Ich gehe mal gerade hier hoch. Ich will mal gerade was gucken. Ah, okay. Wir müssen aber hier hoch. Wir müssen hier hoch. Gut, wir müssen hier hoch. Wir sind immer noch dabei, die Steine einzusammeln von der Zenobia. So, hier gehen wir mal hoch. Und dann gehen wir hier rein. Und ein bisschen hier schön, ne? Wow. Okay. Dann geht's weiter hoch. Wir haben hier schon einiges wieder gefunden. Also das ist immer so geil. Okay. Auch wieder. Das weiß ich auch noch nicht, wie das funktionieren soll. Das gucken, das kriegen wir auch noch hier gepackt. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Geht's weiter? Nur noch zwei Stück. Hier. Wir gehen mal hier hoch. Hoch. Es geht weiter hoch. Boah. Heftig. Sehr geil. Oh Mann. Moment, hier entlang. Ah, okay. Turm der großen Treppe, alles klar. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Boah, wie krass. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Tatio. Boah, was ist das hier für ein Raum? Boah, wie geil ist das denn? Boah, wie geil ist das? Was ist ein geiler Raum ist? Wie war... Boah, Wahnsinn. Ach, da ist er. Ich hab den Stein gefunden. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Das ist ein geiler Raum, finde ich. Wahnsinn. Stammt Sebastian. Rebellio. Ich dachte immer, er kommt aus einer nobleren Gegend. Warst du mal in einem der Dörfer rund um Hogsmeade? Da könnten wir doch mal einkaufen. In Hogsmeade leben ja wirklich nur Hexen und Zauberer. Aber Hogsmeade ist ja nicht. Also, was für alles für Räume gibt hier. Sehr heftig. Rebellio. Was haben Sie jetzt?
jetzt vor? Boah, voll der Troll hier. Ah, guck mal hier. Tollrüstung, Handbuchseiten. Diese ungewöhnliche Rüstung wurde für einen Troll gefertigt, dass sie erhaltene geliebt geblieben ist. Grenzt an ein Wunder, denn Trolle tragen normalerweise keine Rüstung und wurde sie verständlichweise in ihren Verwirrungen oder Wut zertrümmert. Okay. Revelio. Ja, gut, dann lassen wir wieder runtergehen. Ich habe mir gedacht, da war noch was, aber war nicht. Boah, was ist das für ein geiler Raum gewesen, ey. Aber auch ganz cool hier. Heftig. Enthüllen, achso, das war das. Sehr cool. Heftig. Geil, ey, wie geil! Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Revelio. Okay. Wo ist der Spiegel jetzt? Scheiße, wo ist der Spiegel jetzt? Da unten vielleicht. Wo war das hier, der Spiegel hier? Wie geil ist das denn? F. Wie geil ist das denn? Ich hab's gefunden. Was war denn jetzt gerade? Da war ich mich an irgendwas vorbeigelaufen. Das macht er dann wuff. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Hier? Aber es kann jetzt eigentlich echt nur in der Nähe sein. Okay. Ja, dann. Wird gleich dunkel wieder. Ich habe mich schon gerade so daran erinnert, dass da unten was war. Kannst du mir vorstellen. Ruckelt das wirklich stark. Hm. Das ist natürlich blöd. Dann ruckelt es mal nicht, dann ruckelt es wieder. Hm.
Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, ob wohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Ich bin sicher, es findet sich jemand, der mit dir spielt. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Ja, dann. Auftrag abgeschlossen, jede Menge Koboldsteine. Sehr cool. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier wollen wir hin, ne? Hier wollen wir hin. Genau. Müssen wir wieder irgendwo herlatschen. Ah ja, gut. Lass uns mal wieder weg. Man kann jetzt nicht anders, als hier rumzulaufen. So, da wollen wir nämlich jetzt auch mal gucken. Also runter. Ne, hoch. Ja gut, man weiß nicht. Boah. Nein, ehrlich? Lumos. Ja, aber wo muss ich denn da hin mit? Wo war das denn? Die Frage der Frage, wo war das jetzt? Ich gehe mal hier entlang. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Ja, ich weiß es nicht. Und jetzt ganz ehrlich, wo war das denn jetzt? Nein. Ah, ich habe gefunden. Ich habe, glaube ich, einen Spiegel gefunden. Ich glaube, ich habe einen Spiegel gefunden. Hier ist er. Das muss wieder sein. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Boah, ich glaube, ich habe den Spiegel gefunden. Rein zufällig plötzlich wieder. Ich dachte, was hängt denn da? Ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Für die Aktivierung von Aufträgen kannst du Stufen oder Werkzeug anfordern. Was? Ich bin noch nicht so weit. Vielleicht mache ich das später mal. Ach so, ey. Scheiße. Ich muss ja ganz woanders hin. Oder? Aufträge. Thank you.
Nein, ehrlich, bin ich jetzt... Wie doof kann man sein? Also, nochmal weiterlaufen. Entschuldigung, ich bin zurückgelatscht. Mein Gott, wie doof kann man sein? Scheiße. Ich wollte gerade sagen, was mache ich denn hier eigentlich? Ja gut, dann lass uns nochmal zurückgehen. Dann laufen wir jetzt mal hin, komm. Hat keinen Sinn. Die hat mich abgelenkt, die eine da. So eine kleine Ausrede. Nicht um Ausreden zu verlegen zu sein. Soll ich hier gerade hochgehen? Dann hier durch. Ah, da ist er doch. Oh, ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Gerade gucken. Revelio. Ist hier irgendwas? Oh Mensch, bevor wir das hier machen. Ah, okay. Na gut, dann gehen wir hin. Gerne unsere Aufgaben besprechen. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Feig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen. Eine Runde Training mit Zaubern durchführen. Zauberkombination mit Lane Batley durchführen. Okay. Warum? Wow. Ich habe mich mal wieder getroffen. Hellcat getroffen. Sie gab mir eine Liste auf. Sobald ich damit fertig bin, wird sie mit dem Zauber beibringen. Sammlung. Awkward. Boah, so viele Sachen kann man gucken. Oh, ja. Okay. Das Holzding ist mehr wert als das andere? Okay. Okay, dann wollen wir mal gucken. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Ja, da gehen wir mal gucken, ne?
Oh, dieser See, warte mal gerade, hier waren wir schon mal, ne? Ja, kann sein. Hogwarts! Hier entlang? Hier ist aber nichts Großartiges. Okay. Also wieder Toiletten. Aber vielleicht ist ja irgendwas in den Toiletten. Oh je, ich weiß nicht, wie sie dieses Aussehen nennen. Revelio. Ja, ist ja auch Blödsinn einerseits. Ah, guck mal, hier ist noch was. Abgegriffene Quidditch-Uniform. Lumos. Hier. Revelio. Nochmal. Ich weiß es nicht mehr, wie ging das denn hier? Oder hab ich das schon? Kann ich natürlich sein, dass ich schon hab. Egal. Ja, ich renne mal gerade so ein bisschen durch. Ah, okay. Ah, so, okay. F warten. Willkommen zurück. Kann ich mit der Puppe üben? Hallo Lucan. Steht die nächste Runde der gekreuzten Stäbe schon? Aber natürlich! Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Ich bin bereit. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. War das nochmal? Loco. Contego!
hatte... Gut, dass ich nicht auf dich gesetzt habe. Noch eine Runde? Naja, klar. Ja bitte, ich muss das ja machen. Ich probier's nochmal. Freut mich zu hören. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt geht. Warte mal, wenn ich jetzt das... Ich muss das gerade mal rausfinden. Warte mal. Rodrigo! Contringo! Ilioso! Findo! Velio! Crescendo! Contringo! Crescendo! Contringo! Nee, mach mal. Contringo! Contringo! Warte, wie ging das jetzt nochmal? Wie ging das denn nochmal? Ich war die ganze Zeit so... Willst du noch eine Runde? Ich probier's nochmal. Freut mich zu hören. Willst du noch eine Runde? Entschuldigung. Mach das ich jetzt probier's nochmal. Freut mich zu hören. Q4, also hier. Okay, nein, mach weiter. Descendo! Revioso! Hier, Potego! Contingo! Hallo? Hallo? Ich sehe ja gar nichts. Ich sehe nichts. Descendo. Potego. Levioso. Nein, ich habe nichts gesehen. Ich dachte ja nochmal. Das kriegen wir hin. In dieser Runde. Willst du noch eine Runde? Ich probier's nochmal. Freut mich zu hören. Ah, mein Knie, ey. Okay, nochmal. Levioso! Accio! Potego! Accio! Contringo! Accio! Levioso!
Mann! Entschuldigung. Willst du noch eine Runde? Nein. Ja, bitte. Ich probier's nochmal. Freut mich zu hören. Ich darf nicht so laut sein jetzt hier. Ich muss jetzt gucken, dass ich so laut bin. Ich hatte hier umgekommen. Ich bin nicht weiter fertig. Protect! Accio! Accio! Noch eine Runde? Bitte. Ich probier's nochmal. Freut mich zu hören. Ihr könnt die nächste Folge anschalten, wenn ihr wollt. Oh. Könnt ihr jetzt ausmachen? Nächste Folge. Ich warte, wie ist das hier geklappt? Ah, was macht ihr denn jetzt? Das war's mit meiner Länge. Hier. Ich hände. Ich probier's nochmal. Freut mich zu hören. 4Q, Y. Okay. Und ich bin auch zu auf. Kantringo! Wie hält das hier länger? Kantringo! Ich sehe den nicht. Willst du noch eine Runde?
Ich probier's nochmal. Freut mich zu hören. Ich bin ein bisschen zu aufgeregt, glaube ich. Ich muss das nächste Mal machen, glaube ich. Sonst komme ich hier nicht zur Rande. Contringo! Levioso! Contringo! Descendo! Contringo! Alles gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Auf der abgeschotteten Stäbe, zweite Runde. Ich bin ausgeschieden. Vielen Dank auch. Du hättest mich ruhig etwas schonen können. Ey, ihr habt mich auch nicht geschont. Jetzt bin ich ganz ehrlich. Voll beleidigt, ey. Bin ich, ey. Das ist so, ey. Ich war so aufgewühlt und aufgeregt. Ich konnte es einfach nicht ertragen. So. Inventar, was haben wir hier noch? Was machen wir hier? Was haben wir hier? Ein Brief von Vic. Alles klar. Dann mal hier nochmal Inventar. So. Ja. Aufträge. Okay, ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Das war's jetzt eigentlich. Ich würde jetzt nur gerade Spiel laden. Nein, speichern. Okay, wir speichern das hier mal. Wie ihr seht, 21 Uhr. So, ich danke fürs Zugucken. Das war's. Ja, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und abonnieren. Ja, abonnieren habe ich schon gesagt. Rock'n'Roll. Ich bin ein bisschen durch, weil ich dachte, ey, jetzt schaffst du es, aber das war wohl nix. Satz mit X, das war wohl nix. Bis dann, tschüss. Naja gut, ich habe es trotzdem geschafft.